Könnten wir vielleicht auch nochmal wirklich ölige Nüsse finden. Weil es der kürzerere Weg und die sind genauso schnell tot. Deswegen, die sind genauso schnell tot wie die anderen auch. Weil wir ja Nahkampf machen und das macht, glaube ich mal... Nee, doch nicht. Außerdem lernen wir ein paar Scheißattacken vielleicht. Ist auch ganz wichtig. Kann mich kaum halten, wie wichtig das eigentlich ist. Können uns ja auch ein paar Bomber-Nanimons machen und Zuka-Mons. Diese ganzen Kack-Digimons können wir uns alle machen, ne? Haben wir diese Digitationsteile ja für. Außerdem, vielleicht kann man sie ja mal loben. Vielleicht ist da ja mal ein bisschen Gelobe zwischen oder so. Schön, wir haben eine ganze Armee Bomber-Nanimons dabei. Sieht auch sehr nice aus. Oh, weg. Finden wir sonst noch irgendwo was? Vielleicht bei Taomons Platz auch noch. Da ist ja so in etwa dasselbe da, was wir... Ja, komm her. Du gibst ein bisschen Geld. Man kann sie ja leider nicht zum Schlafen zwingen. Achso, du da hinten bist, K.O., ja gut. Ist ja klar, dass da hinten nicht so viel abgeht. So, dann müssen wir wirklich langsam ein bisschen MP aufladen, mal langsam. Vielleicht sollten wir mal eine Stunde in unserem Zelt rasten, aber ich habe es, glaube ich, gar nicht repariert. Dann geht's kaputt. Geben wir den nochmal ein bisschen so MP, wa? Items. Einmal mal ganz kurz den das in den Hals werfen. Damit sie ein bisschen wieder zusammen haben. So, jetzt haben wir alle unsere MP-Disken schon aufgebraucht. Nein, theoretisch kriegen wir ja vom Rumlaufen auch noch MP und HP. Bitte sei so nett und fass mich nicht an. Ich bin Boltmon, bitte sei so nett. Es passt nicht so ganz zu Boltmons Charakter. Ich hab Boltmon so als Haudegen, weißt du? Alter Haudegen. Ist kein Material da hinten, schade. Nee, das kann auch sein, dass wir bei Taomons Platz was finden. Müssen wir jetzt... Die brauchen wir nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir genügend ölige Nüsse haben. Vielleicht können wir den ja auch schon reinholen dann. Nö. Das können wir machen. Das können wir machen. Man weiß ja nie. Vielleicht findet man ja doch ein bisschen was Hübsches drin. So, Platz da. Ich muss hier durch. So, ich glaube, Taomons Platz war hier hinten. Da haben wir nämlich gegen Meramon und das Ganze gekämpft. Oh, ja, Hunger? Klar. Das macht Digi-Freund hoch, wenn ich euch was zu essen gebe. Digi-Freund-Wert ist etwas besser geworden. Digi-Freund-Wert ist etwas besser geworden. Ist jetzt bei 18, ja. Also durchs Essen ist es ganz also ist jetzt ganz angenehm, dass wir das haben. Hätte man schon vorher irgendwie. Was willst du eigentlich nochmal? Hey du, alle Digi-Welt redet gerade von einem Menschen. Bist du das? Hm, sag mal, stehst du auf Musik? Du kommst jedenfalls so rüber. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, aber ich habe den Eindruck, dass wir das auf derselben Wellenlänge sind. Was ist deine Note? F-Moll? Nein, warte, E-Dur? Oder vielleicht B-Moll? Hä? Ich war tatsächlich mal in einer Band. Das erkennst du? Ganz genau. Ha, ich wusste es. Wie wär's mit einem Duell in einem harmonischen Duett? Oh Gott, was willst du? Oh, du willst kämpfen. Okay. Nice. Ehrlich? Ich wusste nicht, was er will. Und der haut uns um. Scheiße. Ja, scheiße. Ja, die kriegen wir leider nicht zusammengeschustert. Gegen den haben wir keine Chance. Mit 10 Angriff da. Das kriegen wir leider nicht hin. Schade. Okay, habe ich jetzt aber auch nicht mitgerechnet, dass der kämpfen will. Ah, scheiße, Mann. Oh, Mann.
Unsere armen Digimons, die tun mir so leid. I'm sorry. Hätte ich mal Nein gesagt, scheiße. Ich dachte, ich weiß auch nicht, dass er kämpfen will. Warum wollen sie denn auch immer alle kämpfen? Okay, jetzt müssen wir uns erstmal wieder erholen. Shit. Okay. Scheiße. Einmal ganz kurz zum Ausrüstungsladen. Mein Zelt reparieren. Und dann Trainingsraum. Es bleibt uns keine andere Möglichkeit als sowas. Die sind jetzt komplett K.O. Deswegen. Oh, nee. Warte, du sollst das haben. Geschwindigkeit. Boltmon geht jetzt noch ein bisschen auf TP, oder? Ja, komm. Ey. TP. Warum nicht? Hätte vielleicht ein bisschen was für das Leomon da hinten mal ein bisschen zusammenschustern können. Währenddessen kann das Boltmon ja auch noch ein bisschen leveln. Wäre ja nicht, ist ja nichts Falsches. Digifreund erhöht sich, das ist gut. Ich denke mal, ein Banjo-Leomon will viel Geschwindigkeit haben. Weiß auch nicht warum. Einmal ausruhen. Alright. Ready? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, Banjo-Leomon braucht Geschwindigkeit. Give this all you've got. Ist ja alles so ein bisschen gerate. Ready? So, es ist schon spät. Ja, normales Fleisch hier. So, Digifreund ist auf 19. Wir sind leider gerade gestorben, deshalb zieht Digifreund wieder ein bisschen runter. Was ich jetzt auch mal mache, ist jetzt endlich mal unser Geld ausgeben. So, ich hätte gerne Ausdauer, hätte ich gerne mal ausgebaut. Das ist etwas, das machen wir nur selten. Ich glaube, wir können sogar noch einen leisten, ne? Und dann machen wir noch Geschwindigkeit, so. Bam. So. Jetzt sind wir pleite. Gehen wir auf Ausdauer. Jetzt sind wir pleite. Naja, ein bisschen was. Ich glaube, 10 Punkte gibt das jetzt mehr. So, Digifreund erhöht sich. Wir sind schon bei 24. Sie mögen sich langsam. Langsam aber sicher gewöhnen sie sich aneinander. Oh, ihr wollt schlafen? Gut, schlafen können wir gleich. Wir machen noch eine Runde und dann können wir schlafen gehen. So, ihr müden Nasen. Schlafizeit. Schlafen. Mich würde interessieren, was Banjo-Leomon noch an Digifreund erhöht. Ready? So, jetzt noch was essen, dann geht Digifreund noch mal höher. Eigentlich ganz nice, das hätte man vorher so machen müssen. Ist jetzt bei 26, eigentlich ganz cool. Wir gucken mal einmal ganz kurz rein. Ich glaube zwar nicht, dass sich irgendetwas getan hat. Oh, doch, hoch. Ah, also Banjo-Leomon hat irgendetwas, wir haben irgendwas bekommen, dass er auf hoch ist. Mann, jetzt kriege ich langsam Husten. Geht das wieder los, ey? Oh, ich könnte kotzen, nur ganz ehrlich. Okay, wir haben bei Banjo-Leomon irgendetwas gemacht, was ihn, ne? Vielleicht auch die Bindung oder so, keine Ahnung. Disziplin, Bindung, Glück. Kann alles gewesen sein. Jetzt ist erstmal wieder abarbeiten, das Programm. Hier liegt immer noch Scheiße rum, ist ja unfassbar. Oh, nur einmal marmoriertes Fleisch. Nö, brauche ich nicht. Brauch salzige Nüsse. Ölige. Müssen wir immer noch mal gucken. Dunkle Zwiebel. Machen wir hier echte Gemüsejagd. Mal sehen, was rauskommt.
Wir haben ja noch 24.000, jetzt können wir ja prassen. Was wollte ich? Ich glaube hier rein. Ich glaube, ich wollte da rein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich wollte da rein. 5 Digi-Chromiz. Alter, geil. Geil. Einmal bitte echte Metalljagd. Bitte. Alter, wie geil. Digi-Onyx, ja, du kannst wieder. Geh mal wieder auf Flüssigkeitsjagd. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt kriegen wir langsam das Zeug zusammen. Hier, Restaurant können wir schon ausbauen. Labor, interessiert mir nicht. Feuerholz brauchen wir aber ein bisschen was. Hier brauchen wir auch noch. Hier, Chrom, Digizitz und Schneeholz haben wir bald. Nur das Mithril fehlt uns noch. Hey, das Casino können wir ausbauen. Zu denen du tauschen kannst. Ja, das Problem ist, wir können auch nicht tauschen. Das ist natürlich schon ein bisschen das Problem. Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal ein bisschen, wo wir Materialien herbekommen. Einfach mal ein bisschen auf Materialjagd gehen. Ist recht wichtig. So, Medizin. Braucht bald langsam wieder Pflaster, doch. Die gehen langsam aus, die Pflaster. Mhm. So, sonst noch was? Ich glaube, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass eventuell die Schatzsuche auch schon fertig ist. Falsch ausgegangen, wa? Dann haben wir eigentlich alles. Zur Börse möchte ich jetzt ja erstmal nicht, weil ich möchte mein Geld erstmal noch ein bisschen behalten. Gehen wir jetzt wieder zum Logikvulkan. Wobei, warte, halt. Erstmal teleportieren wir uns zum Logik... oder lassen uns zum Logikvulkan fliegen. Beziehungsweise wir holen uns erstmal da hinten das Geld. Und dann lassen wir uns zum Logikvulkan fliegen. Vorher möchte ich noch in das Lagerhaus gucken und sehen, ob wir vielleicht alles schon mitnehmen können. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Sieht aber cool aus. So, okay. Nicht die Umgebung angucken. Da hinten ist, glaube ich, der Berg, wo wir immer der Logikvulkan. Da liegst du, wa? Da liegst du, wa? Da liegst du, wa? Tot. Kriegen wir ein bisschen Geld. Vielleicht sogar... Schade. Ich muss gerade gucken, was ist das da hinten für ein Loch? Aber das ist die Höhle. Oh, Legenbogen. Mal gucken, ob wir schon alle öligen Nüsse zusammen haben. Ich bin mir nämlich hier gar nicht so sicher, wie viele ölige Nüsse wir jetzt schon haben. Ich meine, wenn wir es haben, wäre ganz cool. Vielleicht können wir ihn in die Stadt holen. Vielleicht gibt er uns wieder irgendwas. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Deswegen sind wir ja hier, um zu gucken. So, einlagern. Erstmal ganz kurz gucken. Weg. Weg, weg. So, ölige Nüsse. Guck. Wir haben nur 2. Stimmt, wir brauchen 3 Koriander. Nein! Und ölige Nüsse haben wir auch nicht alle. Nein! Okay, wir brauchen 3 Koriander. Ich dachte, wir brauchen 2. Habe ich nicht nochmal einen gefunden und den dann vertickt, weil ich dachte... Ich muss aufhören zu denken, ey. Das bekommt mir einfach nicht. Okay, wir fliegen wieder Logikvulkan. Und machen uns wieder dahin auf den Weg, wo wir denn da immer sind auf dem Weg. Weißt du? Weißt, wo ich mein. Aber klar, da hinten kannst du kacken gehen. Wenigstens jetzt noch, gib Diggi Freund. Boltmann, naja, freundet dich denn damit an, wenn du kackst. Das ist schön. So auch nicht schlecht. Kann man machen, muss man nicht, aber kann man. So, ganz kurz mal was trinken. So. Digifreund liegt jetzt schon bei 31. Wie viel sollte das? 70, glaube ich, für Red und Gold Vedramon, ne? So, den nehmen wir wieder mit. Einfach nur, weil das dann unser Geld ist, dafür, dass wir hier immer verschwenden. Einmal mal ganz schnell fertig machen. Sollte ja nicht so das Problem sein.
Wenn die mal ein bisschen kombomäßiger zusammenarbeiten. So, sehr schön. Guck, 1320. Und ich glaube, pro Flug ist das denn, glaube ich, kostet das, glaube ich, 2600 oder so. Und beim Hin- und Zurückgehen können wir den dann besiegen und dann haben wir das auch Geld auch schon zusammen wieder. So, können wir erstmal wieder gucken, dass wir unser Feuerholz und eventuell das Digi-Chromozid bekommen. Wobei wir ja jetzt auch wirklich Mithril suchen. Koriander müssten wir, glaube ich, in der Wüste suchen. Ist, glaube ich, am angenehmsten. Da müssen wir einfach mal durch die Wüste latschen. Ich glaube, da finden wir den auch nur. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da finden wir den nur. Da ist er weg. Erectus ist immer gut. Weißt du was? Weil du so alleine bist. Alter, du kannst eine Feuerattacke. Da friere ich dich doch glatt mal ein. Weg bist du. Loben? Schade. Koriander. Den restlichen Kram ignoriere ich jetzt mal dezent. 50 Feuerholz sollen wir, ne? Das Blöde ist, dass Agurumon geht auf Holz und auf Metalljagd und beides brauchen wir. Der andere, der auf Stein und Flüssigkeit, das ist halt, das brauchen wir nicht unbedingt so sehr. Nice. Hier ist nur Digi, der da hinten ist nur der, der Feuerholz gibt, wa? Lucky. Wenn immer nur einmal, boah, es ist hart. Excellent. 7, sehr schön. 7 ist aber ganz gut. Ich meine, da fehlt immer noch sehr viel, bis wir 50 zusammen haben, aber 7 ist trotzdem gut. So, die können wir ja auch alle nochmal so genüsslich zusammenschlagen. Da ist er weg. Oh, das gibt ein Lob, das gibt ein Lob. Hoffentlich was für die anderen. Gewicht. Oh, das ist etwas, das lässt sich leicht machen. Könnte sein, dass wir es haben. Könnte sein, dass sie das auch überhaupt nicht interessiert. Es interessiert ihn gar nicht. Klasse. War hier nicht irgendwo Material? Oh, da ist eine ölige Nuss. Müssen wir mitnehmen. Dann haben wir nämlich schon 5. Müssen wir nur noch sehen, dass wir den Koriander irgendwo. Ist auch so eine Sammlung, Aktions da. Vielleicht wieder loben? Ah, naja, gut, vielleicht zu viel verlangt. Vielleicht finden wir hier auch wieder Chromidiz. Rotes Digizeug. Okay, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Wow, nichts weiter Interessantes. Das mal keine ölige Nuss ist. Sehr schön. Ich glaube, unsere letzte sogar. Was ist das? So ist es, glaube ich. Ja, hatten wir auch schon mal. Hatten wir auch schon mal. Ja, komm her. In the Wild und Christe. So, weg. Bisschen Geld, ein bisschen Punkte, ein bisschen Freude. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas Interessantes. Ich weiß es selbst nicht. Hauptsache, wir finden ein bisschen was. Ich wollte ja eigentlich auch nochmal nach Taomons Platz in der Hoffnung, dass wir da vielleicht auch nochmal Feuerholz finden. Das ist ein Digipilz. Ich dachte, was ist das? Hey, du backst. Der Birdramon-Bug. Warum ist Boltmon eigentlich nicht glücklich? So, vielleicht mag er die Gegend hier nicht. Die Happiness ist wirklich moderat. Weiß nicht, vielleicht mag Boltmon die Gegend hier nicht? Kann man das irgendwo sehen?
So, ich gehe mal wieder an die Kackebällchen hier hinten vorbei. Das geht am schnellsten. Die gehen einfach am schnellsten down. So. Ja. Langsam geht die HP aus. Ich weiß, ihr zwei seid. Aber, ach komm. Ja, komm, Pancho Leomon. Final Blow, Alter. König der Fäuste. Süß. Süß. König der Fäuste ist süß. Kothaufenschuss. Alter, wenn wir was lernen, dann ist es Scheißtechniken. Das ist gut. Naja, ich hätte gern zwar Nahkampfangriffstechniken, aber Scheißtechniken sind natürlich... Ja, sind ziemlich... Ja, scheiße. Okay, wir ignorieren das Meteormon da gleich mal. Weil wir haben nicht mehr genügend MP für ein Meteormon. Ich weiß nicht, ja gut, es will kämpfen, wenn wir... Ja, gut. Okay. Es will ja nicht anders, dann machen wir das doch ganz einfach so. So, und die MP des hinterher. Und dann nochmal eine mittlere MP des. Meine Güte. Warum so geizig? Warum so geizig? Ja. So. Ich wollte immer noch zu Taumons Platz. Verdammt. Ich bin auf dem Weg. Under the way, Alter. Under the way. Ich hoffe, dass wir da dann finden. Dass wir da wirklich fündig werden. Ich glaube, die sind auch ganz gut hier zu besiegen, weil das auch wieder Fugamon ist. Es kann sein, dass es auch wieder 1000 gibt, aber da möchte ich mich jetzt nicht mit aufhalten. Wir ignorieren okay, auch das Digimon da, Omni Shoutmon oder wie er hieß. Einfach nur, weil wir es können, ignorieren wir den. So. 32 ist es schon. Aber die Bindung zu... Ja, doch, die Bindung ist halt nur die Fröhlichkeit von Boltmon derzeit, die leidet. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ich darf nicht so viel atmen. Ich muss aufhören zu atmen. So. Materialien. Um die Trainingshalle zu erweitern, ist aber auch einiges nötig, muss ich sagen. Ich bin schon echt froh, dass wir das Hagurumon dabei haben jetzt. Da müssen wir zwar ein bisschen Geld ausgeben, aber wir kriegen dadurch das Mithril und so. Da müssen wir nicht jedes Mal nach Defect Ex Machina und hoffen, dass wir da durchkommen. Das ist eigentlich ganz nice. Aber ein bisschen Glück. Finde ich echt gut, dass wir den bekommen haben. Bei Gardromon ist auch ganz cool. Müssen wir mal sehen, was man da alles noch so umtauschen kann. Hier kann ich mir noch vorstellen, dass hier vielleicht irgendetwas liegt. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es mir nur vorstellen. Aber es sieht nicht danach aus, wa? Ja, da kommt her. Ah, ja, sogar nur einer. Oh, der ist schon ein bisschen härter, wa? Ist schon ein bisschen härter hier. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Aber er geht auch down. So, sehr schön. Loben? Nee. Oh, da liegt etwas. Oh, ja, okay. Ja, gut, den letzten machen wir auch noch platt. So, erstmal voll beide Rinder. Was ist ein bisschen auf dich auf, Bancho Leomon? Grab Leomon. Bancho Leomon ist es noch nicht. Schützen können wir auch ganz toll.
strike. Sehr schön. Ist eigentlich so nah, ja? Grab Leomons TP sink. Okay, oh mein Gott. Ja, der hat ein bisschen viel abbekommen. So. Hab mich hier aber leider getäuscht damit, wa? Excellent. Gigi Onyx, ja. Hab mich hier aber leider getäuscht. Oh, hier liegt noch was. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier wirklich nach hinten gehen kann, aber hier liegt noch was. Brauchen wir aber nicht. Ist nur ein Nüsschen. Ein Nüsschen brauchen wir nicht. Gut. Ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht, wo hier noch irgendwo was Holziges sein soll. Wo man dieses Feuerholz herbekommen könnte. Vielleicht ist das ja auch einfach die einzigste Stelle. Da weiß ich ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass das einfach die einzigste Stelle ist hier. Hier stehen halt nur mal keine Bäume.